Bums hat es heute gemacht und die Fed hat ihren ersten richtig schweren Wirkungstreffer erzielt. Ich weiß nicht, ob sich für Boxen interessiert, meine Damen und Herren. Da spricht man von einem Wirkungstreffer, wenn man als Boxer richtig einen einstecken muss und zumindest taumelt oder vielleicht sogar K.O. geht. Wer sich für Boxen interessiert, der guckt vielleicht ab und zu Eurosport mit Sigi Heinrich. Und jedes Mal, wenn da ein solcher Wirkungstreffer erfolgt, dann platzt es aus Sigi Heinrich raus und der sagt Bums. Und so hat es heute die Fed gewissermaßen frontal erwischt. Damit hat sie selber nicht gerechnet, wie wir gleich sehen werden. Und jetzt kommt sie natürlich in etwas schwereres Fahrwasser zu erklären, warum diese Inflation transitory ist. Aber natürlich, also vorübergehend, aber natürlich hat die Fed ihr Mantra erstmal aufrechterhalten. Aber es wird eben schwerer, diese Diskrepanz zwischen den Märkten einerseits, die glauben, nein, das ist nicht transitory, und der Fed, die eben das behauptet, zu kaschieren, zuzudecken. Und damit verliert die Fed so ein bisschen ihren Grip auf die Märkte, also ihren Zugriff auf die Märkte durch den Fed-Put. Denn die Märkte sagen, oh, die Fed ist hinter der Kurve, wir sind vor der Kurve. Also glaubt der Fed nicht, was sie sagt, weil sie sind hinter der Kurve, und dann fahren sie um die Kurve und frontaler Aufprall mit der Realität. Sigi Heinrich hat das immer sehr schön beschrieben. Wir hatten heute ja die von mir heute Morgen im Videoausblick thematisierten Verbraucherpreise. Die waren extrem wichtig für den heutigen Tag. 3% gestiegen in der Kernrate, deutlich mehr als erwartet zum Vorjahresmonat. Das ist der größte Anstieg in 25 Jahren. Nicht nur das, wir haben zum Vormonat einen Anstieg von 0,9%, größter Wert seit 1981. Auch die anderen Daten waren deutlich höher, also da ist durchaus was passiert. 0,9% ist schon ein Schnaps, gerade bei der Kerninflation. Die Fed hat jetzt ein Problem, das ist gar keine Frage. Jetzt muss man natürlich Argumentationsmuster finden, warum man diese Daten natürlich nicht so ernst nimmt. Aber ich werde in diesem Video zeigen, dass vieles dafür spricht derzeit, dass diese Daten sehr ernst zu nehmen sind und nur der Auftakt sind für etwas, was da auf uns zukommt. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns aber mal hier auch ein Bild an von Titanenkämpfen. The transitory inflation fight has been hyped up for a month. Also da ist ein Kampf, ob es das Ganze eben transitory ist oder nicht. Jedenfalls hat hier einer der Beteiligten richtig einen Schlag versetzen können seinem Gegner, und der hat einen absoluten Wirkungstreffer. Also man könnte sagen, Inflation gegen Fed 1:0. Und die Fed wäre aber nicht die Fed, wenn sie natürlich nicht hier ein wunderbares Argument hätte, warum das alles nicht so ernst zu nehmen ist. Dazu gleich, die Märkte nehmen es ernst. Wir sehen hier die 5-Year-Break-Evens, also die Inflations- und die Märkte, die Inflationserwartungen einpreisen. Hier sehen wir, die sind gestiegen auf 2,82%, höchster Stand seit dem Jahr 2005. Man muss dazu sagen, dass dieser Anstieg in der Kerninflation zu einem Drittel dadurch bedingt war, dass Gebrauchtwagen aller Couleur, also Trucks oder normale Autos, um 10% teurer geworden sind. Alleine das hat 0,3% hinzugefügt bei diesen 0,9% in der Kernrate. Und die Geldmärkte sagen sich jetzt, nämlich die Federal Fund Rate Futures oder die Futures, die eben die Zinserwartungen einpreisen, da ist jetzt eine 100%ige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Fed spätestens im Dezember 2022 mit einer ersten Zinsanhebung beginnt. Vorher war der Wert nur bei 88%, also man ist sich da doch etwas sicherer. Und der Dollar hat reagiert, ist stärker geworden. Man kann ja sagen, wir haben durchaus eine verschiedene Reaktion gehabt bisher. Wir sehen, dass die Anleiherenditen deutlich steigen, dazu gleich mehr. Wir sehen, dass der Dollar aber nicht so gestiegen ist. Wir sehen aber, dass die Break-Evens, also die Inflationserwartungen, die bepreist werden, deutlich gestiegen sind. Also die Märkte sind nicht völlig einheitlich. Was die Frage betrifft, ist diese Inflation transitory, vorübergehend, oder ist sie doch langfristig? Der Dollar hat irgendwie so immer signalisiert, naja, da glaubt man nicht am Devisenmarkt dran, dass da wirklich diese Inflation nachhaltig ist und die Fed dann möglicherweise auf die Bremse treten muss. Aber heute, bums, ging es nach oben.
noch nicht wirklich der ganz große Befreiungsschlag. Chart von Capital.com, by the way, bevor ich das vergesse. Aber es springt zumindest ein bisschen an beim Greenback. Jetzt ist das große Problem, eben die Märkte wissen es nicht genau. Wir haben gesehen, der Dollar müsste viel höher stehen, wenn er davon ausgehen würde, dass die Inflation wirklich dauerhaft ist und die Fed Zinsen anheben muss, erstmal tapern muss etc. Also da richtig was veranstalten muss. Der Dollar glaubt nicht so dran. Andere Märkte, wie gesehen, vor allem die Break-Evens, die Inflationserwartungen bepreisen, die glauben dran. Jetzt sagt Mr. Gundlach, Bond-Guru, und der bringt das, glaube ich, auf den Punkt. Das große Problem ist, wir wissen nicht, was mit der Inflation passiert, ob wir da weiter nach oben laufen, ja oder nein. We don't know. Nobody knows. But we are most concerned with the fact that the Fed thinks they know. Also wir sind am meisten besorgt darüber, dass die Fed glaubt, dass sie wisse, wie die Inflation sich entwickelt. Und genau das ist das Problem. Niemand kann es ja wissen. Die Märkte versuchen es zu erschnüffeln in gewisser Weise. Aber die Fed stellt sich hin und sagt, ja, wir wissen es, das ist transitory, das ist vorübergehend. Gestern Lael Brainard, die das gesagt hat. Und heute direkt kurz nach den Daten, ganz zufällig, hat Fed-Vize Clary da eben gesagt, ja, das ist also natürlich jetzt ein bisschen nicht so ernst zu nehmen, weil es seien ja nur Daten aus einem Monat. Ich erwarte, dass die Inflation to run somewhat above our 2% long-run goal in 22 und 23. Also so um 2% wird die Inflation dann in 22 und 2023 sein. Lael Brainard, die sehr wahrscheinlich Fed-Chefin wird nach Jerome Powell Anfang 22, hat gestern gesagt, also ich erwarte schon, so Brainard, dass die Inflation dann zum Ende des Jahres wieder deutlich zurückgeht. Also man verschiebt hier so ein bisschen die Zeitperspektiven. Ja, was ist denn vorübergehend? Wie lange ist denn dieser Zeitraum? Jedenfalls hat Clarida hier zugegeben, dass das ein Wirkungstreffer war, denn er hat gesagt, er sei surprised gewesen, er sei überrascht gewesen durch diese hohen Daten. Ja, diese Frage stellt nach Transitory, was ist denn Transitory? Die stellt Liz Ann Saunders. Wir hatten in den 1970er Jahren auch eine vorübergehende Inflation, aber die hat eben ein paar Jahre gedauert und hatte massive Auswirkungen in allen Bereichen, Arbeitsmarkt, Jobmarkt, was auch immer man da nennen kann, das hat die Menschen massiv betroffen, jahrelang. Natürlich ist das vorübergehend, ja, also wenn wir vielleicht im spätrömischen Reich eine Inflation hatten, dann war die wahrscheinlich vorübergehend, wie wir wissen. Aber das heißt ja nicht wirklich etwas Nachhaltiges oder das erklärt nicht wirklich, was hier wirklich der Fall ist. Ganz guter Punkt von Liz Ann Saunders. Aber es geht noch weiter und manches deutet darauf hin, dass eben diese ganze Geschichte zumindest länger andauert, als die Fed bereit ist zuzugeben. Wir sehen hier die NFIB Actual Price Changes, also die Preisänderungen von kleineren Unternehmen, die hier befragt werden. Die Preise gehen massiv nach oben. Normalerweise folgt dann die offizielle Inflation Stantepede. Wir sehen, dass wir jetzt dieses Trendmodell haben, auch von Makrobond und Nordea. Hier sehen wir, dieses Modell hat einen massiven Anstieg gezeigt. Der ist jetzt teilweise gekommen im Hochpunkt, so dieses Modell. Dürften wir dann eine Inflation haben von 7,5%? Aua, aua, aua. Und das dürfte wahrscheinlich kommen. Wir sehen, dass dieses Modell fast immer ganz exakt vorausgesagt hat, was in Sachen Inflation gekommen ist und dass die Anleiherenditen steigen müssen. Und das ist das, was die Märkte interessiert, weil wenn die Anleiherenditen steigen, steigen auch die Kapitalmarktzinsen. Das ist eine Liquiditätsverknappung und betrifft dann besonders eben auch die Aktienmärkte. Und dass also die Anleihemärkte noch eine Reise vor sich haben, wahrscheinlich um diese Inflation wirklich einzupreisen, zeigt die Differenz zwischen den nominalen Yields, also den Renditen für US-Staatsanleihen und den Break-Even-Rates, also den Inflationserwartungen, die an den Märkten eingepreist werden. Und wir sehen, wenn es normal zugehen müsste, denn normalerweise ist hier diese Break-Even-Rate immer ein Vorläufer, immer ein Frühindikator, wo die 10-jährige Rendite hinläuft oder wo die Renditen insgesamt hinlaufen, dann sehen wir, dass wir hier wohl dann durchaus einen Bereich von 3% für die 10-jährige Staatsanleihe sehen könnten. Jetzt sind wir so bei 1,68, 1,69%. Die Rendite, wie gesagt, heute gestiegen.
Das würde bedeuten, das wäre fast eine Verdopplung und das ist natürlich schon ein Schnaps, der hier zu konsumieren ist. Mohamed El-Erian sagt, den Sie hier gerade noch gesehen haben, ja, es muss natürlich jetzt sich bestätigen durch die Daten der nächsten Monate, gar keine Frage. Aber wenn wir uns mal charttechnisch jetzt die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe anschauen, dann sehen wir da eine inverse Schulterkopf-Schulterformation mit einem Bruch jetzt dieser Flagge, wenn man so will. Das könnte bedeuten, dass wir in nächster Zeit sehr steil nach oben schießen. Vorhin hatten wir eine Auktion einer 10-jährigen US-Staatsanleihe mit sehr gesunder Nachfrage der Ausländer. Die haben da gerne zugegriffen. Und dann sind die Renditen ein bisschen runtergekommen, die Aktienmärkte ein bisschen nach oben gekommen, hat sich aber gleich wieder ausgepreist, wie ich vorhin gesehen habe. Muss man sehen, wie das jetzt weitergeht. Und NFIB Survey, nochmal also diese kleinen Unternehmen, die befragt wurden. Diese Grafik hatte ich heute Morgen im Videoausblick schon gezeigt. 36% aller Unternehmen haben bereits ihre Preise angehoben mit stark steigender Tendenz. Und das ist gerade ja erst der Anfang. Auch das deutet darauf hin, dass da was kommt. Und es deutet darauf hin, dass wir bald eine Spirale auch von Lohnerhöhungen sehen in den USA. Und das ist ja die eigentliche Voraussetzung dann, dass auch die Löhne mit anziehen. Aber klar, wenn die Preise steigen, muss da irgendwie eine Kompensation erfolgen. Wir sehen hier mal die Gründe für Hiring Shortage, also warum sozusagen die Unternehmen keine Arbeitnehmer finden. Und dann sagen von den befragten Firmenchefs 30%, das liegt daran, dass die Leute eben ihre Schecks bekommen, ihre Unemployment Benefits, also dass die ziemlich gestopft sind, auch durch die Arbeitslosengelder, die sie bekommen. Stimulus-Schecks immerhin 24%, also über die Hälfte sind Sozialleistungen oder sagen, Sozialleistungen verhindern, dass ich bestimmte Stellen besetzen kann. Da sagt Lance Roberts zu Recht, ja, langsam fangen die Leute an, vielleicht zu verstehen, dass es nicht viel Sinn macht, die Leute dafür zu bezahlen, dass sie unproduktiv sind. Der Sozialismus treibt derzeit interessante Blüten und vielleicht auch noch interessante Blüten durch die Fed-Politik. Emerson hat ja gestern eine Anleihe begeben und sich verschuldet. Man nimmt Geld auf, obwohl man in Geld schwimmt. Warum tut man das? Weil man angeblich ja irgendwelche Umwelt bla bla bla, das ist Mainstream-Gelaber faktisch. Faktisch wollte nämlich Emerson vor allem eigene Aktien zurückkaufen. Das andere ist so ein bisschen für die Gewissensfanatiker, für die Moralapostel, den gibt man so ein kleines Häppchen zum Fressen, aber faktisch geht es darum, den eigenen Aktienkurs zu stützen. Genau das hat man überwiegend gemacht und Hannes Zipfel hat in einem Artikel heute gezeigt, dass natürlich vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Emerson merkt vielleicht, okay, die Kapitalmarktzinsen werden nach oben gehen, jetzt noch schnell die günstigen Bedingungen nutzen, um sich da voll zu saugen. Aber dieses Geld wird eben dann auch nachfragerelevant. Man wird da investieren, wird damit neue Nachfrage nach Bauteilen schaffen, nach verschiedenen Dingen schaffen. Und das wiederum wirkt dann auch preistreibend. Insofern ist die Fed indirekt sozusagen ein Preistreiber. Direkt ist sie sowieso mit ihrer ultralaxen Geldpolitik die Finanzkonditionen noch nahe der Allzeittiefs. Also es war noch nie so locker in Sachen Geldpolitik wie derzeit. Aber der erste Punch ist erfolgt. Wenn jetzt nächsten Monat nochmal ein Wirkungstreffer kommt und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir auch da eine sehr außergewöhnliche Zahl sehen, dann wird es immer schwerer, das zu begründen. Und genau das werden die Märkte also ein bisschen jetzt spüren. Die Nervosität dürfte nicht gering sein in den nächsten Tagen und Wochen. Ich wünsche jetzt einen schönen Feierabend. Ich mache morgen Videoausblick und Marktgeflüster, obwohl Feiertag ist in Deutschland, aber der DAX hat auf. Gut, der DAX ist eh im Wachkoma. Wen interessiert es, aber die Wall Street hat auf. Also morgen Videoausblick und Marktgeflüster. Am Freitag dann ein Videoausblick und dann hole ich gewissermaßen den gestrigen Tag, den Feiertag, ein bisschen nach, indem ich am Freitag kein Marktgeflüster mache und aus Hamburg entschwinde. Wie auch immer, jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Wir sehen uns hoffentlich morgen, wenn Sie dann aufgestanden sind. Um und bei 9:30 Uhr ist der Videoausblick vorhanden. Bis dann, Servus und Ciao.